Jo, hey Leute, was geht? Hier ist euer Gigatobi und herzlich willkommen nun zu einem Ankündigungsvideo. Yo, es ist an der Zeit, ich habe jetzt hier ein neues Spiel gekauft, was eben halt auf Steam nun bald verfügbar sein wird. Und ja, ich habe das hier noch in der Bibliothek. Es wird bald verfügbar sein, dann kann ich das dann hier installieren und spielen. Ich dachte, ich kann erstmal vorher installieren und dann spielen, aber das ist ja klar, sonst könnte jemand ja jetzt schon vorher spielen. Auf jeden Fall haben einige YouTuber schon den Vorteil, dass sie es schon vorher spielen durften oder testen durften, je nachdem. Auf jeden Fall wird diese Vollversion in 2 Stunden verfügbar sein. Hier steht drauf, sie besitzen Outlast bereits. Ja, verfügbar 4. September 2013. Dieses Spiel wird in ungefähr 2 Stunden freigeschaltet. Und es ist so lange noch in einem Sonderangebot. Aktionsende in, ja, knapp, also noch eine gute Stunde. Also schlagt sofort noch zu, Leute. ansonsten, weil ihr dieses Video später seht, dann ja, müsst ihr eben halt 18,99 € im Kauf nehmen. Also die 20% sind dann auf jeden Fall weg. Irgendwann wird das wohl bestimmt wieder ein Angebot kommen, dieses Indie-Spiel, aber ja, auf jeden Fall ist es nur ein kurzes Angebot und ich hoffe, ihr schlagt dann noch zu. Ich habe auf jeden Fall die 15,19 € zugeschlagen und freue mich auf dieses Spiel. Das wird auf jeden Fall hoffentlich länger als Slender Revival, weil das habe ich ja auch für euch gespielt gehabt. Ich hoffe, ihr hattet da an diesem Projekt Spaß gehabt. War auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Indie-Spiel. Da hat man, glaube ich, so 8 € bezahlt. Naja, auf jeden Fall seht ihr auch hier Titel Outlast, Action, Abenteuer und Indie. Entwickler ist von Red Barrels und ja. Sprachen seht ihr hier mal hier Text. In allen verfügbaren Sprachen ist hier mal Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Wir haben ja auf jeden Fall Deutsch, das ist gut, und Untertitel haben wir auch Deutsch, also passt das eigentlich. Full Audio, also sprich Sprache, wird das eigentlich nur in Englisch sein, aber ist mir eigentlich Wayne, weil Englisch ist sowieso die Originalsprache dann davon und wird sowieso top sein, weil wenn das jetzt Deutsch wäre, naja, dann lässt sich bei manchen Spielen immer win zu wünschen übrig, wenn es dann synchronisiert worden ist in Deutsch oder so, dann lieber in Original. Finde ich auch wie bei Animes. Da passt ja auch nicht Englisch oder Deutsch, da finde ich eigentlich Japanisch auch viel besser, auch wenn es sich einige so, das nicht so mögen, aber ich sag mal, Original ist sowieso under the top. Okay, ja, auf jeden Fall freue ich mich darauf. Ihr seht ja schon mal Einzelspieler, Steam Cloud ist das Untertitel verfügbar. Volle Gamepad-Unterstützung finde ich auch ziemlich nice, weil ich habe hier einen Games for Windows Controller, also so einen Xbox 360 Controller so gesehen mit Kabel. Habe ich zweimal, einmal für meine Xbox 360 und hier separat nochmal einen Controller für den PC sonst. Also wenn welche Spiele das unterstützen. Und ist eigentlich recht nice und mal gucken, ich werde erstmal da rumstellen und wünsche euch dann erstmal viel Spaß. Ich werde heute dann, denke ich mal, 2 Parts raushauen oder ein Part, mal schauen, weil ich muss die anderen Projekte so gesehen auch noch berücksichtigen. Also, falls kein zweiter Part, dann sorry, aber wenn ich hier mindestens einen Tag um ein Part rauskriege, dann ist es, denke ich, auch mal genug. Und ich will jetzt nicht gleich hier raushauen, die ganzen Parts oder so, sondern will euch erstmal Zeit lassen, euch das anzuschauen. Und ja, wenn es euch so gefällt, dann freut euch immer denn jeden Tag darauf ein Part sonst, weil die anderen Projekte müssen auch nochmal weiterlaufen, weil da habe ich eben halt auch immer so ein, zwei Parts, die ich dann dafür hochlade. Ja, das war's jetzt mal soweit. Ich wollte auch nicht lange quatschen. Ich wollte euch nur, ja, euch Bescheid sagen, dass es jetzt noch in einer Stunde noch läuft und dann geht es los. Ich wünsche euch viel Spaß in diesem Spiel. Falls ihr dieses Spiel auch Let's Played habt oder sonst weiteres, könnt ihr gerne eine Videoantwort hier reinhauen, wenn ihr wollt. Und ich hoffe in guter Qualität und sonst was weiteres, so ähnlich wie ich das biete. Ich werde es weiter mit meiner Aufnahmeprogramm Maris Action benutzen, weil ich finde es eigentlich recht gut und ja, sollte ich auch sonst nutzen. Es kostet 25 €. Ne? Ist ja auch lizenziert und so weiteres, also passt da schon alles. Dann habt ihr es auch längere Dauer und ist eigentlich nice. Okay, Leute, ich danke fürs Zuschauen. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Auch für mich als Unterstützung. Und sagt allen Bescheid, sonst Outlast ist fett on the top. Also, es geht richtig ab in diesem Spiel. Ich freue mich schon drauf. Und ich hoffe, ihr auch. Und ja, wir sehen uns demnächst bei Outlast. Euer Gigatobi und haut rein.